Hallo, meine Lieben, ein kurzer Ausblick auf deinen Seelenpartner. Was ist auf der Seite deines Herzensmenschen heute so los? Da sind bereits drei Karten gefallen. Wir haben hier die Berge als Hindernis. Hier steht sich heute jemand selbst auf den Schnürsenkeln und bremst sich aus, um in die Tiefe zu gehen mit dem Brunnen. Hier denkt jemand nach über entweder bestehende Kinder oder über einen Neuanfang mit dir, spüren dich rein. Wenn du Kinder hast, kann es sein, dass dieser Mensch dir auch Gedanken um diese Kinder macht. Da ist ihm noch etwas unklar, wie das jetzt weitergehen soll. Und er würde sich ganz gerne mit dir austauschen, in die Kommunikation gehen, vielleicht auch etwas schriftlich fixieren, weil er Angst hat, dass sonst hier alles durcheinander gewürfelt wird. Und dann möchte er aber gerne mit dir hier in eine feste Verbindung gehen, in eine Stabilität, vielleicht sogar zusammenziehen. Hier ist noch etwas unklar, hier muss noch etwas geregelt werden, aber dann ist dieser Mensch bereit, weiterzuziehen und in die Stabilität zu gehen. Wir gucken noch mal rein, eben in den Ruf der Liebe, nehmen uns noch hier einen zweiten kleinen Impuls mit. So viel Zeit muss sein. Wir haben die Glückswolke. Ups. Oh, jetzt schmeiße ich hier alles durcheinander, pass auf. Die Glückswolke, ne? Durch den Schmerz der Traurigkeit habt ihr gegenseitige Wertschätzung gelernt. Es ist hier mit dieser Lilie oder mit dieser Blume die Anziehung da, Hoffnung, Reinheit, Ehrlichkeit. Du ziehst mich an durch deine innere und äußere Schönheit. Aber sein Herz ist hier irgendwie noch so ein bisschen eingefroren und er weiß nicht so genau, was er machen möchte. Aber du bist da immer und immer wieder in seinen Gedanken und das führt dazu, dass er dir treu und loyal zur Seite stehen möchte. Wir haben die Tiefe auch mit dem Brunnen angezeigt und irgendwie braucht dieser Mensch hier ein neues Gleichgewicht. Er schafft es nicht, sich selber in einer Beziehung zu sehen, aber die Deep Love ist da. Also jemand ist ganz tief in Liebe, denkt über Stabilität, einen Neuanfang, vielleicht auch einen Zusammenzug nach, aber kommt damit noch nicht so richtig zurecht. Also es ist ein bisschen so, als ob er selbst überrascht davon wäre, dass er überhaupt solche Gefühle entwickeln kann. Hier ist vielleicht jemand eingefleischter Single oder sehr glücklich verheiratet mit seiner Arbeit und plötzlich kommst du. So, und dann steht er da und denkt sich, oh fuck, jetzt ist hier die Möglichkeit, mein Leben nochmal auf eine ganz neue Stufe zu stellen, vielleicht auch Erfahrungen zu machen, vielleicht auch Erfahrungen als gereifter Erwachsener, wenn er sich dann in der Vaterrolle wieder fände mit dem Kind, wenn du Kinder hast. Und das kann sein, dass ihm das einfach schwerfällt, darüber nachzudenken, also kontinuierlich darüber nachzudenken, weil das einfach noch so neu ist. Ja? Also es hat nichts mit dir zu tun, falls er sich nicht meldet. Ich glaube, dieser Mensch braucht gerade etwas Zeit, um nachzudenken. Wenn ich so in mich hineinspüre, dann merke ich einen leichten Druck so auf dem Rippenbogen. Es kann sein, dass dieser Mensch sehr angespannt da sitzt und vielleicht dazu neigt, auch gerade einen krummen Rücken zu machen, weil er das Gefühl hat, die Last nicht tragen zu können. Also hier kann es sein, dass dieser Mensch tatsächlich auch schon körperliche Symptome davongetragen hat von dieser emotionalen und geistigen Leistung, die er hier nicht so richtig, verarbeiten kann, sagen wir es mal so. Wie auch immer. Da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Aber er sitzt da dran und arbeitet daran und höchstwahrscheinlich könnte es ein bisschen schneller gehen nach dir und nach mir. Ne? So, komm mal in die Puschen, Junge, könnte man sagen. Wir haben nämlich hier, die Antwort ist ein dickes, fettes Ja. Ja, das wäre gut. Ja, das wäre schön. Ja, das wäre klasse. Aber, aber. So, wir nehmen noch mal ein, zwei Karten und dann die Hingabe, lass los und alles wird gut werden. Das ist der Rat an dich und auch an ihn. Lass das jetzt mal los. Nur für heute, ne? Nur für heute lässt du das jetzt los. Und dann ist es nämlich so, dass hier erstmal diese Freundschaft an erster Stelle steht. Ganz gleich, wie sich das dann gestaltet, weil jemand hier halt irgendwie diese Themen mit der Tiefe und den Gefühlen und der Häuslichkeit halt erstmal aushalten muss. Aber ihr seid miteinander verbunden, ihr seid Seelenpartner, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir, er denkt ja gerade darüber nach, was mit dir ist, dem Neuanfang oder mit dir und deinem Kind, denn es sind romantische Gefühle auch geweckt worden, Amors Pfeil hat hier getroffen. Dementsprechend gib deinem Gegenüber ein bisschen Zeit, nimm dir Zeit, mach was dir gut tut, kümmere dich um dich und deine Belange oder um dich und deine Familie und dann
lässt du das alles fallen und wartest. Geduld. Geduld, Patenzie, Attenzie, warten, warten und abwarten. Tut mir leid, nichts Neues habe ich zu berichten. Jetzt klinge ich schon wie Yoda. In dem Sinne, gehab dich wohl, mach's dir schön und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht nachher oder morgen wiedersehen würden. Bis dann. Tschüss.